Hallo zur nächsten Runde WoW mit unserem Begover auf dem Weg zur Maximalstufe 60. Und ich kann nicht garantieren, dass die Stimmung wirklich besser ist als beim letzten Mal. Denn für euch war das letzte Mal vielleicht vor 2 Tagen, für mich war das letzte Mal vor 2 Minuten. Ich habe einfach mal trotz der schlechten Laune entschieden, dass ich einfach nochmal ein Video dranhänge, um mir auch selbst die Chance zu geben, die Schmach des letzten Males wieder auszubügeln, gleich in einem. Welch Freude, euch zu sehen! So schaut's nämlich aus. Hinfort, hinfort! Jetzt aber nicht frech werden. Alles klärchen! So, Ehre deswegen... Nein! Questlog ist voll. Das darf doch nicht wahr sein. Zangarmarschen. Was wollen wir denn mit den Zangarmarschen? Weg damit. So. Das Licht sei mit euch. Jetzt questen wir... Ist hier nochmal so eine Quest? Okay, okay. Die kriegen wir da... Nein! 3! Wie soll man die denn... Wer soll die denn alle annehmen hier, bitte? Höllenfeuerbollwerk, komm, abbrechen. Nethersturm, abbrechen. Alles abbrechen. Und jetzt noch, was machen wir hier? Machen wir auch noch hier. Captain Iglu, weg damit, brauchen wir nicht mehr. Meine Kinder lieben Captain Iglu, deswegen, der wird nicht getötet. Aber der Eidbrecher musste dann glauben, Blutpfote sowieso. War das nicht? Nee, ich frag lieber gar nicht. So. Jetzt aber. Da sieht mir doch so aus, als gäbe es hier jede Menge zu kloppen in der näheren Umgebung. Das machen wir doch einfach mal. Fang der Dorfbewohner. Müssen wir mit denen irgendwas machen? Benutzen baut von. Wir müssen irgendwelches Erz abbauen. Okay. Ich bin schon wieder gewohnt verplant, aber. Wir machen das mal nach dem Prinzip, was sich bewegt, wird angegriffen und die Quests lösen sich von alleine. Das sind so die besten Quests, die so nebenbei erledigt werden, während man einfach nur durch die Gegend läuft und sich gesund kloppt hier. Hallo? Rachsüchtiger Spuk. 15 von dir brauche ich auch, sehe ich gerade. Wunderbar. Da kommt der nächste, verstehst du? Was war das? Was ist das für ein Song? Song. Der nächste, verstehst du? Ah! Ich bin voll aufgedreht, wie man auf so repräsentiere ich Holundermann vom Blumentopf. Der unter anderem kluge Kopf mit Rollbrett und Basketball. Taxi kann ich mir nicht leisten, habe meinen Fuß selber auf dem Gaspedal. Ratet mal, was ich in meinem Zimmer sammle. Was? Ein Haufen leerer, mittlerweile fast vergammelter Joghurtgläser. Denn ich habe mehr Pfand bei mir zu Hause als am Monatsende Geld auf meiner Bank. In meinem Schrank hängt ein Bild von Naomi Campbell. Daran sieht man übrigens auch, wie alt das Lied schon ist. Jetzt bin ich raus. Egal, war ihr peinlich. Aber zum Glück guckt sich die Videos hier eh keiner an. Bleibt also unter uns. So, müssen wir jetzt hier eigentlich nochmal so ein paar Bauern befreien auch? Oder war das hier gerade, das ist der Spuk? Weiß ich nicht. Doch, da, gefangene Dorfbewohner. Was sind das die hier vorne? Das können wir, oder? Gucken wir doch nochmal. Das ist zu weit entfernt. So, halt wir. Es gibt umsonst was auf den Kopf. Auch noch mal. Wer will nun mal, wer hat noch nicht? Oh,
vielleicht sollten wir mal kurz einen Lichtblitz abfeuern. Ich habe kein Ziel. Er hat kein Ziel. So. Dann erzählt doch einfach mal ihr, wie es euch so ergeht aktuell. Mit dem Frühling, dem verschneiten Frühling, den Sommerreifen vielleicht auf dem Auto. Ich freue mich über eure Geschichten in den Kommentaren. Wird wahrscheinlich der Nächste hier denken, Auto, bist bekloppt? Ich bin 12. Ich fahr Fahrrad. So, die haben wir. Und was ist mit denen? Hier, die haben wir ja auch schon. Ist ja super. Das läuft ja mal wie geschnitten Brot. Ne, geschnitten Brot läuft ja gar nicht. Die Seeherkugel, wo gibt's die denn? Ist die hier im Häuschen oder ist die hier hinterm Häuschen? Wahrscheinlich gehen wir jetzt ins Häuschen und dann war der Weg umsonst, oder? Müssen wir nach oben? Ich versuch's mal. Ah! Ich sehe was, was ihr nicht seht, und das ist eine Seherkugel. Eine sehr gute Kugel. Für uns ist das nicht sehr gut. Falsche Taste. So. Es wird echt mal wieder Zeit für eine Instanz, ich weiß, aber es ist irgendwie der Wurm drin. Und ich weiß nicht, ob ich diese ganzen schwierigen Persönchen, nenne ich es jetzt mal, die einen da so in den Instanzen begegnen, gerade ertragen kann. Außerdem ist die Gruppensuche immer so ewig und ich habe einfach keinen Bock zu warten. Muss ich auch mal sagen. So. 3 Quests haben wir schon ready. Was machen wir denn jetzt? Gehen wir hier hoch nochmal. Was ist. Ja, dann guck mich an, wenn ich auf der Karte gucke. Feigling. So. Na, gucken wir nochmal. Ich meine, wir können ja jetzt nach 7 Minuten oder 8 Minuten. 8 Minuten jetzt nicht einfach einen Cut machen, jetzt, wo es gerade so gut läuft. Das geht nun wirklich nicht. Aber wir können natürlich. Nee, komm, wir holen uns einfach mal die anderen Quests jetzt erstmal. Halt, falsche Richtung. Minen von Wintergard. Okay, jetzt. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Wahrscheinlich sind wir schon wieder. Hätten wir unten reingemusst, oder? Hm. War klar. Nein, wir gucken uns das mal an. Okay. Wird hier brav gearbeitet. Seltsames Erz. Das müssen wir doch hier sammeln, oder? Na komm. Leg dich schlafen. Vielen Dank. So, muss man das jetzt hier? Wie funktioniert das? So. Wie viel brauchen wir davon? 10-mal seltsames Erz. Na, wat Spaß. Na, wat ein Spaß. Ich muss näher ran. So, ich bin ja letztens hier auf YouTube über eine Videoreihe gestoßen von irgendeinem.
glaube, es war ein Engländer. Ich habe kein Ziel. Der tatsächlich über mehrere Jahre jeden Tag brav hochgeladen hat, wobei jetzt nicht jeden, na gut, jeden Tag klaut nicht hin, aber was ich sagen wollte, über 500 Videos, während er Herr der Ringe online spielt. Hat mich so ein bisschen an uns hier erinnert. Wir sind jetzt zwar erst bei Video, was haben wir denn jetzt, 104, 105, 103, also gerade mal ein Fünftel von seinem Pensum nach anderthalb Jahren, aber er hat auch durchgehalten, also wirklich 5 Jahre lang immer wieder regelmäßig Herr der Ringe online. Und hat am Ende über 500 Views, also. Ich bin außer Reichweite. Ich muss ehrlich sagen, ich hoffe nicht, dass es 500 Videos braucht, bis wir die 60 erreichen. Ich meine, jetzt sind wir wie gesagt bei irgendwas über 100 Videos und Level 32. Aber. Schauen wir mal, wie es werden am Ende. So, ich mache mal ganz kurz hier ein bisschen Bauchpinseln, danke. So, aber damit wir diese 500 Videos oder vielleicht auch nur 400 auch wirklich schaffen, brauche ich eure Hilfe, deswegen jetzt. Hinterlasst mir einen Bauchpinsel-Kommentar. Gebt mir einen Daumen nach oben fürs gute Gefühl und nehmt euch endlich mal ein Abo mit. Ja, das Schöne bei mir ist ja, den Sprung von 5 auf 6 Abonnenten, den kriege ich wirklich noch mit. Den feiere ich endmäßig ab. Ja, wenn wir hier erstmal 2 Millionen Abonnenten haben, mei, einer mehr oder weniger, interessiert doch da keine alte Socke mehr. Aber hier nicht, bei mir wird hier jeder Abonnent noch gefeiert. Also, sei der 5., nee, der 5. hoffentlich nicht, weil dann hätte uns einer verlassen hier. Sei der 6. oder der 7. vielleicht sogar schon, wäre noch besser. Oh ne, Bergarbeiterausweise. Wir kommen ja vom 100. ins 1000. gerade schon wieder. Na komm. Und hinterlasst mir mal einen guten Grund in den Kommentaren, wieso ich unbedingt hier mit dem Begobar, dem Paladin, das schaffen sollte, hier die 60. Und nicht mit irgendeinem anderen Charakter, auf den ich vielleicht gerade mehr Bock hätte. Zumindest für die nächsten paar Runden wieder und dann muss es wieder ein anderer sein. Also genau, komm, gib mir mal ein paar gute Gründe, warum jetzt hier den Paladin und nicht vielleicht ein Jäger oder mal so einen coolen Krieger. Da gibt es bestimmt ein paar gute Gründe. So, wie viel brauchen wir denn noch? Gar kein Erz mehr. Wir brauchen einen Bergarbeiterausweis. Sehe ich das richtig? Gut, hier gibt es keine mehr. Hast du sowas? Ja, doch auch keine Bergarbeiterausweise. Wer hat denn die? Dann ist das schon wieder. Ich habe kein Ziel. Doch, der hat die. Ja, wunderbar. Was hat er denn noch? Nichts, was uns auf Anhieb gefällt. So, wir haben ein Fragezeichen. Was ist hier noch? Die Suche nach Schleicher, Scheicher, Weicher, was? Das ist zu weit entfernt. Wieso hast du keinen Bergarbeiterausweis, Freundchen? Lass dich nicht von der Gewerkschaft beschließen. Sonst hier Bezunder. Dann stehst du so schnell nicht mehr auf, Verstandener. Ich
Das ist ein Verteidiger, der hat wahrscheinlich keinen Ausweis, weil er ein Verteidiger ist, genau. Wir brauchen Bergarbeiter, das ist der Trick, jetzt habe ich es kapiert. Eine Runde Bier für die Langsamen, bitte. Und da ist auch einer. Kaum macht man es richtig, funktioniert es auch. So, was ist jetzt hier los? Schleicher der Sprenggnom, da liegt er. Aber erst holen wir uns den Ausweis. So, wer freut sich schon genauso sehr wie ich darauf, uns gleich beim Verlassen der Mine endlos zu verlaufen? Hui! 33 Schnapszahl. Das wird teuer. Schafft eine Minenbombe, naja, heute nicht mehr, glaube ich. Passiver Effekt erlernt, jetzt geht das schon wieder nicht, ich krieg einen Vogel, also irgendwie ist da Wurm drin mit diesen. Das muss an dem Spiel liegen, das kann nicht an mir liegen, das kann gar nicht an mir liegen. Nee. Kann ja gar nicht sein. So, Bergarbeit. Rückt eure Ausweise raus. Ich brauche Ausweise. Ausweiskontrolleur. Ich brauche kein Ziel, ich brauche Bergarbeiterausweise. Und ein bisschen Lichtblitzen. Ein bisschen Lichtblitzdingsen. So. Oh. Ist da hinten ein Ausgang? Nehmen wir den einfach mal. Kriegen wir bis dahin noch drei Ausweise? Was war das? Ne, das war aber nicht das, was ich wollte. Ich habe kein Ziel. Vielleicht doch mal ein bisschen Lichtblitz lassen. So, kommt. Gleich haben wir es doch. Gleich haben wir es doch. Werde ich nicht. Halt. Oh, die haben keine. Die haben keine Ausweise. Einer. Hört's mir auf. Einer. Frechheit. Ich brauche ein Ziel. So. Jetzt haben wir natürlich zwei Ausweise noch zu wenig. Hier außen. Ja, hier ist nochmal ein Eingang. Wunderbar, sind noch Verteidiger beides. Brauchen wir beide nicht. Schön. Aber wir brauchen Heilung. Mal wieder. Ist klar. Dass du jetzt dich hier einmischst, ist ja aber klar, oder? Hirnloses Geschöpf. Ist klar. Das passt auch. Der Name passt, Freundchen. Deine Mama hat dir den zurechtgegeben. Ich bin außer Reichweite. So, komm, gebt mir jetzt eure Ausweise. Sonst werde ich hier noch zum hirnlosen Geschöpf. So, der WoW-Algorithmus müsste eigentlich verhindern, dass ich jetzt den letzten Ausweis hier kriege. Und er scheint kaputt zu sein. Gott sei Dank, das kommt mir sehr entgegen. So, dann gib mir doch jetzt mindestens 6 Quests auf einmal ab. Oder waren es 7? Ich weiß es nicht mehr. Also, wenn da nicht was Ordentliches, Schönes mit dabei ist, dann weiß ich auch nicht. Ich bin komm, steh mal auf. Gib doch einen kalten Hintern hier auf dem kalten Boden. Ui, nehmen wir. Wir werden besser. Irgendwo. Sabatons des steinigen Pfades. Wo habt ihr euch versteckt?
Da. Zieh mal an. Ja, also warum geht der Pfeil nach oben? Ich meine, wir können mal die Vorlage vielleicht sammeln. Macht das Sinn? Hier, 12% Verbesserung für Vergeltung, aber... Ich habe halt einfach keine Ahnung, ob plus 10 Crit besser sind als 8 Tempo und ein prismatischer Sockel. Ich meine, wir haben eh keinen... Achso, wir haben hier nochmal plus 2 Stärke in unserem Gesöckelchen drin. Weiß ich nicht. Crit, Tempo, ich bin ja eigentlich eher... Dachte eigentlich eher Tempo ist, macht ein bisschen mehr Spaß. Als hier so ein paar kritische Treffer alle 100 Jahre, aber... Ihr wisst das bestimmt besser und gebt mir einen schönen, hinterlasst mir einen schönen Kommentar. Auch hier wieder. Mei. Minus 17 Crit, aber dafür plus 4 Rüstung. Was ist denn das für eine Scheiße? Plus 14 Tempo, das klingt doch eigentlich schon besser. Dann nehmen wir jetzt einfach mal das hier, komm. Das tauschen wir doch gleich mal aus. Plus 14 Tempo, was war das hier mit dem 12 Tempo? Ja, wunderbar. Und dann geht das hier rüber. Und die Talismane benutzen wir eigentlich eh viel zu selten, bis gar nicht. Sollten wir vielleicht ein bisschen machen. In den brenzligen Situationen, die ab und zu ja mal auftreten, gell? Bei uns. So ist nicht. Haben wir auch mal brenzlige Situationen. Ziehe den Ehren. Die müssen wir lösen. Man sieht sich. Man sieht sich. Wunderbar. So. Bevor ich jetzt vollends dem Wahnsinn verfalle, gebe ich die letzte Quest hier noch ab. Wie geht's? Ja, geht so. Kurz vorm Wahnsinn. Und dann. Komm, dann ist mal wieder Makro-Time, würde ich sagen, oder? 22 unterhaltsame Minuten gehen zu Ende. Daumen nach oben, sage ich nicht nein. Kommentar, immer gern gesehen. Und ein Abo schenke ich euch, dürft ihr euch mitnehmen. Ihr müsst auch nicht zwingend die Glocke aktivieren, aber hat vielleicht Vorteile. Who cares? Abo und tschüss. Also, auf dann! Danke fürs Zugucken.